Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind das Duo Les Femmes Mystiques, Gabi Klees und Marion Ritz-Valentin. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Union-Stiftung für die Einladung heute. Für uns war dieser Akt der Solidarität ein großes Geschenk. Wir haben uns sehr darüber gefreut und ein bisschen dieser Freude wollen wir heute an euch zurückgeben. Ja, wir singen heute Lieder aus vielen Teilen der Welt. Lieder, die uns selbst gut gefallen, Lieder über die Liebe, die Lebensfreude, voller Poesie, Gesang und Rhythmen. Das erste Lied kommt aus Japan. Ein kraftvoller Segen, ein Herbeirufen des Glücksdrachens, der den Menschen Segen bringen soll. Singen wir euch ein paar Zigeunerlieder. Eine kleine Hommage an Sinti und Roma und andere Gruppen für ihren Beitrag für den Reichtum der Musik dieser Welt. Jelem, jelem, lungo de. Kommt, kommt, ihr Roma, ihr glücklichen Roma, auf den glücklichen Regen. Maladile machtale tromenza. Alle zusammen, ihr Jungen, ihr kleinen und großen Roma. Gelem, gelem, lungone tromenza. Maladilem bachtale trumenza. Alle zusammen und lasst uns diese Welt ein bisschen besser machen. Oi, romale. Oi, oi, chavale, romale. Romale.
di le Magdalene Romenza. Celem, celem lungo le Romenza. Oh,
das nächste Lied und auch die zwei darauf folgenden sind Märchen-Zauberlieder. Das nächste kommt aus Mazedonien und es besingt, wie in den alten Märchen, drei Mädchen, die stehen am Fluss. Sie wünschen sich Gold, Silber und die Liebe. Da stehen sie nun und zaubern ein bisschen vor sich hin. Bleib stehen, verwandte Seele, bleib stehen. Bleib stehen. Kaltes Wasser, bleib stehen.
Jetzt kommen wir gleich zu dem nächsten Zauberlied. Das kommt aus Frankreich. Und es handelt von einer alten Zaubereiche, in deren Innern eine heilige Quelle sprudelt mit Heilwasser. Noch nie ein Mensch hat diese Quelle gesehen, außer einem kleinen Vögelchen. Das hat sich eines Tages an den Rand der Quelle gesetzt und ganz sanft davon getrunken. Dans la forêt, il y a un vieux chêne, un bon vieillard en bois d'arbre touffu. Au cœur du chêne murmure une fontaine que nul n'a jamais lue. Il y a tant de forêts, il y a tant de ruisseaux, voici mon secret. Maritain oiseau, y a tant de forêts, y a tant de ruisseaux. Voici mon secret, maritain oiseau. Beschrieben. Wie kommt man zur Erleuchtung? Da muss man einige Aufgaben lösen, die nicht mit dem Verstand zu lösen sind. Zum Beispiel muss man ein Land finden zwischen dem Meer und dem Strand. Dieses Land muss man pflügen mit dem Horn eines Lammes und besäen mit einem Pfefferkorn. Dann muss man ein Festtagsgewand nähen und den Stoff muss man schneiden mit einer Sichel aus Leder. Zusammennähen muss man es mit einer Pfauenfeder. Dann muss man das Gewand waschen in einer ausgetrockneten Quelle und trocknen unter einem Wasserfall. Und wenn man diese Aufgaben gelöst hat, ist man erleuchtet. Und hat die Liebe gefunden.
Stelle ich mir ganz lebendig und bunt vor. Das nächste Lied wird die Gabi jetzt erklären. Da geht es nämlich auch um Lebensfreude und Spaß an der Freude. Ja, es geht um all das, was nichts oder nicht viel kostet im Leben, was uns aber das Leben lebenswert macht. Schön, lebendig, freudevoll. Was ist die Sonne, wenn sie denn scheint? Der Schatten, wenn er denn da ist, der Regen, ein Zusammentreffen mit guten Freunden und einem guten Glas Wein. All das macht das Leben so reizvoll und schön wie ein Kanarienvogel. Un poquito bailas.
Also das nächste ist ein Lied der sephardischen Juden, die damals aus Spanien vertrieben, sich niederließen, auch im Mittelmeerraum, an den türkischen und griechischen Küsten. Und die Musik und Teile der Sprache adaptierten. Es ist ein Liebeslied. Gül Pembe heißt die Angebetete. Und er ist so voller Sehnsucht nach ihren Umarmungen, ihrer Nähe und ihren Küssen. Unsterblich verliebt in Gül Pembe. Jetzt möchte ich einen Kuss.
nach dem Spiel im Grase eng umschlungen und jeder hielt galant noch fest des anderen Hand. Und etwas anderes noch, das ich nicht zu sagen wage, et autre chose et tout, je n'ose dire tout. Das hübsche Paar am Zaun der alte Lehrer, den bald so alt er war, zu Berge stand das Haar. Und etwas anderes noch, das ich nicht zu sagen wage, et autre chose que tout, je n'ose dire tout. Bleiben beim Thema Liebe. Und jetzt gibt es passend zum Thema Liebe einen Liebestrank. Ihr könnt gerne mitschreiben. Die Zutaten für diesen Liebestrank sind nicht einfach zu bekommen, das werdet ihr merken. Aber der Einsatz lohnt sich. Als wir das Lied zum ersten Mal gesungen haben, war das ungefähr vor 20 Jahren in Saarbrücken im Schlosskeller hatten wir ein Hexenstück aufgeführt, damals mit Waltraud Schüffels und der Gabi und mir. Und nach Ende dieser ganzen Aktion waren die Leute sich nicht ganz klar, ob wir das jetzt alles ernst meinen oder nicht. Und wir haben da eine Hexenspeise rumgehen lassen in großen Schalen. Das waren so braune Kügelchen, unbekannter Inhalt. Und die Leute waren alle ganz still im Saal und dann haben sie in die Stille rein gesagt, ein Mann zu seiner Frau: Das ist ja eine Veranstaltung vom Stadtverband, das kann ja nicht vergiftet sein. Ja, über so viel Autoritätsgläubigkeit haben wir uns sehr gefreut. Und jetzt singe ich für euch dieses Lied, Der Liebestrank. Und wenn es da ein bisschen raschelt im Hintergrund, das ist die Gabi, die zieht sich nämlich gleich um. Wir haben nämlich eine Überraschung für euch noch zum Schluss. Liebes Kind.
Soll das schon Sünde sein? Soll das schon Sünde sein? Soll das schon Sünde sein? Aus aller Welt. Tschüss! Tschüss.